Ich bin der Mario. Ich arbeite als Linux-Systemadministrator in Wien für eine Firma namens Internex. Und im Rahmen meiner Arbeit hatte ich die Gelegenheit, mich länger mit SE Linux zu beschäftigen. Und es hat sich herausgestellt, dass es recht wenig gutes Material zum Lernen dafür gibt. Es gibt viel zum Troubleshooting, aber nichts, wo man sozusagen die Hintergründe lernt. Und ich versuche hier sozusagen den Vortrag zu halten, den ich gebraucht hätte, als ich angefangen habe, mich mit SE Linux zu beschäftigen. Und das Erste, worüber ich rede, ist das, was in diesem Vortrag nicht vorkommen wird. Und zwar, es gibt keine Anwendung, keine Befehle, kein Troubleshooting, sondern die Hintergründe, die man braucht, um so ein System wie SE Linux zu verstehen. Erstens, weil es interessant ist und man über SE Linux auch viel über Linux selber lernen kann. Und zweitens für den Fall, dass jemals irgendwer von euch das lernen muss, diese Person dann sozusagen schon ein paar Basics hat und dann der Lernprozess dann deutlich einfacher und schneller vonstatten geht. Schauen wir uns kurz den Plan an. So sieht's aus. Zuerst geht es um das Problem, was SE Linux versucht zu lösen, und wir versuchen zu verstehen, warum wurde so ein System überhaupt erst erfunden. Zweitens geht es dann darum, wie SE Linux funktioniert. Drittens geht es dann darum, für was ich das alles verwenden kann, die Exploits, die es verhindert und wie man User einschränken kann. Danach geht es um Erweiterungen und was kann man noch an SE Linux Cooles und Spannendes ranbauen. Und zuletzt, weil ich gerne sozusagen einen Überblick über das ganze System geben würde, beschäftigen wir uns dann noch mit Kritik und Vor- und Nachteilen. Gut, das Problem, was SE Linux versucht zu lösen, ist das Discretionary Access Control Problem. Und Discretionary bedeutet willkürlich, beliebig, optional. DAC-Zugriffsentscheidungen werden über Besitz und Identität getroffen. Das heißt, wenn ihr euer Linux installiert und abgeprüft wird, ob ihr auf eine Datei zugreifen dürft, dann wird zuerst eure Identität geprüft und zweitens, wem die Datei gehört und was für Rechte auf der Datei sind, Read, Write und Execute. Und Control of Access is based on the discretion of the owner, sagt man. Das heißt, ihr als Besitzer der Datei dürft diese Datei jeden anderen Besitzer, dürft diese Datei auch anderen Besitzern schenken oder denen Zugriff darauf gewähren. Und ihr als Besitzer entscheidet, was mit der Datei passiert. Das hat schon recht früh zu diversen Problemen geführt, weil jedes Programm, was ihr startet, mit euren Rechten läuft, und jedes Programm, wenn ihr es als Root startet, darf auf alles zugreifen, was auch der Root, wo auch der Root-User zugreifen darf und darf alle eure Dateien anschauen, editieren, löschen, was auch immer. Und das hat schon vor langer Zeit zum ersten Problem geführt, und zwar die unterste Zeile. Ein ganz einfacher Trick: Wir haben hier ein PHP-Skript und wir geben an das PHP-Skript einfach den Input, handeln uns durch den Verzeichnisbaum, bis wir zur etc-passwd kommen. Dort waren nämlich früher die Passwörter gespeichert, als es noch kein etc-shadow gegeben hat. Das ist sozusagen das erste Problem, woran man stößt mit Discretionary Access Control. Und es gibt eine ganze Reihe an Sachen, die nicht geprüft werden. Eine ganze Reihe an Sachen, die fehlen, wenn man nur Discretionary Access Control hat. Frage 1, was ist eigentlich mit der Rolle des Users? Nicht jeder User muss alles am PC können. Vielleicht möchte ich einen User einrichten, der nur die Konfigurationsdateien vom Apache editieren darf. Vielleicht möchte ich dem PC einer anderen Person geben und ich möchte nicht, dass diese Person irgendwelche Dateien herunterladen und ausführen kann. Zweitens, was ist mit der Funktion und der Vertrauenswürdigkeit des Programms? Funktion bedeutet, dass Apache nicht in etc-passwd schreiben muss und es auch nicht lesen muss, um zu funktionieren. Apache muss sich nicht vertrauen, weil das kommuniziert mit dem Internet und das Internet ist ein gefährlicher Ort. Vertrauenswürdigkeit des Programms. Das heißt, ich lade mir ein Skript runter aus dem Internet und möchte es testen. Richtet es Schaden an? Was versucht es zu machen? Den einzig sicheren Weg, den ich aktuell dafür habe, ist, ich starte eine virtuelle Maschine.
Und Sensitivität und Integrität der Daten. Sensitivität bedeutet, ich möchte vielleicht einen User Zugriff auf gewisse Dateien geben, nur wenn er in Gruppe A und in Gruppe B ist, dann soll er auf die Dateien zugreifen können. Das geht aktuell nicht mit einfachen Mitteln. Und Integrität der Daten, vielleicht möchte ich User haben, die nur zu einer Datei Sachen hinzufügen dürfen, nur Append machen dürfen und nichts rauslöschen, und andere User sollen aber sehr wohl Sachen rauslöschen dürfen. Gibt's nicht. Und das Discretionary Access Controller Problem hat man schon auf verschiedenste Arten und Weisen versucht zu lösen. Schauen wir uns an, was man alles an Techniken bisher erfunden hat, um es irgendwie besser zu machen und einen dieser 5 Punkte zu behandeln oder zu bekommen. Und wir besprechen das jetzt kurz, was es da gibt. Das Fork und Setuid Non-Root, das ist sozusagen die einfachste Variante. Ich glaube, die werden hier viele kennen. Das ist das, was Apache macht. Apache wird von Root gestartet, es wird dann ein Tochterprozess gestartet vom Apache. Und dieser Tochterprozess, der kommuniziert mit dem Internet und der läuft unter einen anderen User, damit, falls es ein Problem in Apache gibt, nicht der Root-Account offen ist, sondern nur ein nicht privilegierter Account, nämlich der www.data-Account. Zweitens mit Setuid Root. Da geht es darum, dass ich einem Skript oder Programm, es soll mit Root-Rechten ausgeführt werden, obwohl es von einem Nicht-Root-User ausgeführt wird. Ping ist ein Beispiel dafür, weil um ICMP-Pakete zu erzeugen, brauche ich Root-Rechte. Und damit der normale User Ping ausführen darf, gebe ich der Datei Setuid Root. Aber das ist gefährlich, denn was ist, wenn die Datei World Writable ist? Dann kann jeder User am ganzen System in diese Datei etwas reinschreiben und es mit Super-User-Rechten ausführen. Und weil Setuid Root so gefährlich ist, wurden die Linux-Capabilities eingeführt. Dort geht es darum, diese binäre Dichotomie zwischen Root-User und alle anderen aufzubrechen und die Fähigkeiten, die der Root-User hat, in kleine Komponenten aufzuspalten. Zum Beispiel, ich möchte einen Prozess starten, der auf Port 0 bis 1023 lauscht. Das kann nur der Root-User. Und was ich mit Linux-Capabilities machen kann, ist, ich gebe einem Prozess diese Capability und dieser Prozess darf dann auf diesen Port lauschen, obwohl es ein Nicht-Root-User ist. Weiter geht es dann mit chroot. Dort wird einfach ein neues Verzeichnis als Wurzelverzeichnis festgelegt und ich kann damit den Rest des Systems von diesem User verstecken. Und die Namespaces, das ist das, was Docker verwendet. Das ist ein Nachfolger im Geiste von chroot, wo ein Prozess gestartet wird und dieser Prozess kann nur die anderen Prozesse sehen, die zu ihm dazugehören und keine anderen. Und dieser Prozess kann nur die User-IDs sehen, die er sehen soll und keine anderen und der Rest wird ausgeblendet. Das sind dann Container. Weniger bekannt ist Secure Computing Berkeley Packet Filter. Da geht es darum, dass ein Prozess eine Einwegtransition durchführt in einen neuen Zustand, wo er nur bestimmte gewitelistete Syscalls durchführen darf. Und wenn er jemals einen verbotenen Syscall, den ich nicht freigegeben habe, versucht auszuführen, dann bekommt der Prozess entweder einen SIG-Kill oder es werden einige andere Maßnahmen getroffen, die ich festlegen kann in schönen C-Code. Die letzten drei Sachen, die werden oft verwechselt. Deswegen habe ich hier die Befehle dazu angeführt. Und Nummer 1 sind die File System Attributes. Da kann ich mit chattr plus a festlegen, dass an eine Datei nur Append gemacht werden darf. Weil es aber ein File System Attribute ist, gilt das für alle User, auch für den Root User. Und mit chattr plus i kann ich festlegen, dass diese Datei immutable wird, dass sie von niemandem mehr geändert werden kann, auch nicht vom Root User. Der Root User muss dann zuerst dieses Attribut entfernen und kann erst dann diese Datei editieren. Die Extended Access Control Lists werden genutzt, um diese strikte Trennung zwischen User, Gruppe und Welt aufzubrechen. Damit kann ich User A RWX festlegen und User B darf RW machen und User C darf nur R auf eine bestimmte Datei machen. Und damit bekomme ich sozusagen mehr Flexibilität in diesem ursprünglich ganz starren System User, Gruppe und Welt. Und ich kann für jeden User im System
festlegen, was er mit einer bestimmten Datei machen darf. Und last but not least, die Extended Attributes. Das ist ein Key-Value-Pair, was an eine Datei angehängt wird, an die Metadaten der Datei und wo man sehr viele unterschiedliche Sachen festlegen kann. Mit denen werden wir uns noch beschäftigen. Und das heißt, ich habe jetzt einen Haufen nicht zusammenhängender Techniken, was ich machen kann, um die Security von meinen Systemen zu verbessern, ist, ich nehme einfach mehrere von diesen Sachen und kombiniere sie zusammen. Das ist FireJail. FireJail ist in Debian 9 drinnen, also in Debian Testing. Und ich glaube, im EPL Repository ist es auch schon drin für CentOS. Und man nimmt jetzt nicht zusammenhängende Techniken, kombiniert diese und versucht die Security zu erhöhen, indem man ein paar von diesen fünf Punkten, die ich angeführt habe, Rolle des Users, Funktions-, Vertrauenswürdigkeit des Programms, Sensitivität und Integrität der Daten, ein paar von diesen Sachen bekommt man dann mit FireJail. Nutzt Namespaces, SecOm, BPF und Linux Capabilities. Ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr euch mit Linux beschäftigt, in Zukunft drüber stolpern, weil es immer populärer wird. Aber vielleicht wäre es nützlich, wenn wir nicht einen Haufen unzusammenhängender Technologien nutzen müssten, um nur ein paar, selbst wenn ich alle kombiniere, nur ein paar von diesen fünf Punkten zu lösen oder zu bekommen. Vielleicht wäre es fein, wenn wir eine Technik hätten, die diese fünf Punkte versucht zu lösen. Und das ist dann SE Linux. SE Linux ist ein Linux Security Module. Das ist einfach ein Kernel-Modul, was geladen wird wie ein Treiber in den Kernel rein. Und weil sich die Kernel-Entwickler nicht festlegen wollten auf eine bestimmte Lösung für diese fünf Punkte, gibt es unterschiedliche Linux Security Modules. SE Linux ist das berühmteste. Daneben gibt es noch AppArmor, das wird von Ubuntu verwendet. Dann gibt es noch SMAC und Tomoyo, das verwendet fast niemand. Und was macht SE Linux? Es führt zu dieser einfachen Discretionary Access Control, wo es nur um Besitz und Identität geht, noch weitere Elemente hinzu. Es führt nämlich die Mandatory Access Control hinzu. Das heißt, wenn ihr das installiert in euer Linux, dann wird oberflächlich immer noch alles gleich wie vorher funktionieren. Es wird zuerst geprüft, wer bin ich, wem gehört die Datei. Und dann, danach, wird noch eine weitere Prüfung durchgeführt. Nämlich, man schaut anhand von Labels in einer zentralen Policy nach, ob dieser User mit dieser Datei und dieser Prozess das machen dürfen. Das heißt, es entscheidet nicht mehr der User, was mit einer Datei passiert, sondern eine zentrale Policy entscheidet jetzt, was auf dem System erlaubt ist und was nicht. Die letzte Entscheidung, ob jemand etwas machen darf, ist nicht mehr beim User oder beim Programm, sondern beim System bei der zentralen Policy. Und Programme können jetzt nicht mehr ihre Rechte vererben an andere, außer ich habe das festgelegt. Außer ich habe das in dieser zentralen Policy erlaubt. Und wir schauen uns jetzt an, wie diese zentrale Policy funktioniert. Wir fangen dabei an mit den Extended Attributes. Das ist ein Key-Value-Pair, was an eine Datei angehängt wird. Und ein Key-Value-Pair ist die einfachste Form der einer Datenbank. Zum Beispiel Mario Rosic, das ist der Key, ist gleich 14.07.1986, das ist die Value. Das ist die einfachste Form einer Datenbank. Und das sind die Extended Attributes, dass ich einen Key und eine Value an eine Datei anhänge. Und weil im Linux alles eine Datei ist, bekommt mit SE Linux jede Datei im System so ein Label, so ein Key-Value-Pair. Und wir schauen uns das jetzt ganz konkret an einem Beispiel an. Mit getFatra und mit getFatra. Der erste Befehl zeigt den Key-Teil von der Datei ping an. Und was wir hier sehen, wir machen getFatra user bin ping und lassen uns den Key-Teil anzeigen. Und wir sehen, wir haben hier zwei Keys. Erstens Security Capability,
Das heißt, das Erste, was wir jetzt erfahren, ist, dass die Linux-Capabilities auch über die Extended Attributes funktionieren. Und zweitens noch einen weiteren Key, den Security SE Linux. Und ich möchte mir jetzt mit dem zweiten Befehl das gesamte Key-Value-Pair von Security SE Linux anschauen. Das ist der zweite Befehl. Wir sehen hier security.se Linux ist gleich System U Object R Ping Exec T S0. Weil das zu umständlich wäre, dieses Label sich jedes Mal mit getfatra anzeigen zu lassen, hat man minus groß Z eingeführt. Das sieht so aus. Wenn ich mir den Value-Teil dieses Key-Value-Pairs anzeigen lassen möchte, dann mache ich in einem System, wo SE Linux aktiviert ist, einfach ls minus groß Z. Wenn ich das für die Prozesse machen möchte, dann mache ich ps minus groß Z. Und wenn ich möchte, welches Label habe ich als User, wenn ich das herausfinden möchte, dann mache ich id minus groß Z. Und wir versuchen das jetzt einfach und schauen, was dabei rauskommt. ls minus groß Z authorized keys. Die zweite Zeile, die wir hier sehen, ist das normale Discretionary Access Control. Und das erste, was dabei auffällt, ist dieser eine Punkt. Nach diesen ganzen Minusen ist ein Punkt, der normalerweise nicht da ist. Dieser Punkt bedeutet, dass da ein Extended Attribute an diese Datei angeklebt wurde und vorhanden ist. Und in der Zeile 3, dort sehen wir jetzt dieses Label, diesen Value-Teil von den Key-Value-Pair. Und wir versuchen das einfach nochmal mit id minus groß z. Das ist das Label, was ich als User habe, was der User Hans auf dem Host D hat. Das ist guest u, guest r, guest d, s0. Und wir wissen jetzt, SE Linux ist ein Labeling-System. Es wird als Labeling-System bezeichnet, weil jede Datei im System bekommt so ein Label rangeklebt, so ein Key-Value-Pair. Schauen wir uns an, was das bedeutet, dieses Label. Wir haben den Linux-User Hans, der wird gemappt auf Guest-User. Guest-User hat Zugriff auf verschiedene Rollen. Das ist Guest-Role in diesem Fall nur. Und Guest-Role hat Zugriff auf SE Linux-Types und Levels. Und wir blenden jetzt erstmal die User und die Roles aus, weil die User und die Roles, die dienen nur dazu, die Types möglichst praktisch und effektiv zu kombinieren. Das heißt, die Types, das sind diejenigen, wo festgelegt ist, dieser Datei mit diesem Label darf mit der anderen Datei etwas machen. Die Types sind das, was für uns vom Hauptinteresse ist, was wir brauchen, um SE Linux zu verstehen. Das heißt, neben GuestUser kann ich zum Beispiel, es gibt einen GuestUser und ich kann den zusätzliche Roles geben, zum Beispiel Datenbank anbinden, underline role. Und dann noch Apache Admin Underline Role. Und Apache Admin und Datenbank Admin haben Zugriff auf eine Gruppe von Types. Nur der Type ist dazu autorisiert, irgendwas mit anderen Dateien zu machen. Schauen uns das jetzt noch ein weiteres Mal an. Für die Datei User bin SSHD. Und wir sehen, der Type hier ist SSHD Exec T. Und weil der Type bestimmt, welche Datei mit einer anderen etwas machen darf, ist der Type sozusagen der Kern von SE Linux. Diese Regeln, die festlegen, Type X darf mit Type Y die Handlung Z machen, das bezeichnet man als Access Vector. Das heißt, Type X darf mit Type Y die Handlung Z durchführen. Und die Access Vektoren sehen so aus. Wir sehen hier den Source Type, das ist SSHDT. Wir sehen den Destination Type, das ist ETCT. Wir sehen die Objektklasse, das ist in der ersten Zeile File und in der zweiten Zeile Directory. Und dann sehen wir die Syscalls, die erlaubt sind. In der ersten Zeile sehen wir, dass ein Prozess, der den Type SSHD_T hat, der darf auf alle anderen Types zugreifen
mit File T. Und er darf die folgenden syscalls machen: IOZL, read, get outro, log open. Was fehlt, ist write. Und konkret in dem SE-Linux-System bedeutet das, dass wenn ihr den SSHD-Prozess startet, als Root-User, dann wird er alle Dateien in etc lesen dürfen, aber wird auf keine schreiben dürfen. Das hat er nicht. Das darf er nicht. Und wir schauen uns das jetzt anhand von weiteren Beispielen an, wie das aussieht. Wir machen ls-z var www. Und dort haben wir zweite Zeile, die Discretionary Access Control, die wir kennen. Dritte Zeile, das SE-Linux-Label. Und vierte Zeile ist der Ordner HTML, der in var www drinnen ist. Und im zweiten Befehl versuchen wir herauszufinden, was darf httpdt mit den Dateien in var www machen. httpdt ist der Type, den Apache und Nginx haben. Das heißt, was darf mein Webbrowser mit den Dateien in var www machen? SSearch. Und was rauskommt, ist dieser Access-Vektor unten. Wir sehen, httpdt darf mit den Dateien dieses Label httpd syscontent haben, die folgenden Sachen machen. Remove name, search, open und write. Das heißt, der Apache darf, wenn ihr SE-Linux aktiviert habt, auf die Dateien in var www.html auch schreiben. Das ist ein weiteres Beispiel. Soweit so klar. Wir schauen uns das Label von var lib docker an. Und wir sehen den docker var lib type. Und versuchen jetzt herauszufinden, was darf der Apache oder der Nginx mit den Sachen in varlib docker volumes machen. Und was wir rausbekommen als Ergebnis, dieses wc-l zählt die Zeilen, ist 0. Gar nichts. Wenn der Apache mit aktivierten SE-Linux jemals versucht, irgendeinen syscall auf einer Datei in varlib docker durchzuführen, dann wird dieser syscall scheitern. Es gibt keinen Grund, warum der Apache auf das Docker-Verzeichnis zugreifen soll. Deswegen darf er das auch nicht. Fertig. Und wir wissen jetzt, wir haben die Key-Value-Pairs, die basieren auf Extended Attributes. Wir haben die Access-Vektoren, die festlegen, welches Label, welcher Type darf mit welchem anderen Type irgendetwas im System machen. Da stellt sich jetzt die Frage, ihr habt sein Debian 7 System und ihr tut SE-Linux drauf installieren. Woher weiß denn eigentlich das System, welche Datei welche Types hat? Irgendwo muss das ja herkommen. Und das ist eine einfache Textdatei. In etc SE-Linux Targeted Context File Context. Hier ist festgelegt mit Hilfe von Regular Expression, wir sehen etc httpdt und dann diese schöne Regular Expression, die festlegt, bei einem neu frisch installierten System die Standard-Labels für alle Dateien in eurem System. Und wir sehen, dass Apache und Nginx, weil beides Webserver sind, bekommen beide das gleiche Label. Für alle Dateien in HTTPD und Nginx und alle Unterordner, die bekommen das gleiche Label. Und etc MySQL bekommt ein anderes Label. Wenn ihr jemals mit SE-Linux arbeitet, und ihr ändert ein paar Label und merkt, ui, es funktioniert jetzt gar nichts mehr, ich habe jetzt fürchterlich viel zu Haut im System, dann könnt ihr mit Hilfe dieser Datei einfach die Standard-Labels im System wiederherstellen, wie wenn ihr das System neu aufgesetzt hättet und so das Ganze reparieren. Wir haben jetzt drei Sachen behandelt, die SE-Linux betreffen, die Funktionsweise betreffen. Erstens die Extended Attributes und die Key-Value-Pairs. Zweitens wissen wir, es gibt diese Access-Vektoren, die festlegen, was passieren darf. Und drittens wissen wir, wo die Labels ganz am Anfang, wenn ich das System installiert habe, wo die herkommen. Jetzt stellt sich die Frage, was kann ich mit diesen Sachen alles anstellen in meinem System? Ein Beispiel dafür ist der Guest-User. Der Guest-User, ich nehme einen Linux-User und weise ihm den SE-Linux-User-Guest-U zu. Dieser Linux-User, wenn er sich einloggt,
wird kein X ausführen können, kein Sudo, hat keinen Netzwerkzugriff, keine Execute-Rechte auf Home und TMP. Und kein Netzwerkzugriff, das müssen wir uns noch kurz anschauen, was das bedeutet. Er darf sich sehr wohl über SSH einloggen. Was er jedoch nicht kann, ist, er kann nicht nach außen kommunizieren. Kein Curl, kein Telnet, kein Lynx, kein Ping, nichts, was nach außen geht, ist erlaubt. Das heißt, wenn ich einen User beschränken möchte, dass er nur ganz wenige Sachen machen darf und dass der auch keine bösen Perl-Skripte aus dem Internet runterladen darf und diese ausführen, dann gebe ich ihn einfach diesen SE-Linux-User. Und der Punkt mit keine Execute-Rechte in Home und TMP, das kann ich zusätzlich jedem User geben. Das heißt, ich kann den PC meiner kleinen Schwester geben und sagen, die soll nur die Sachen nutzen, die bereits installiert sind. Sie soll nicht in der Lage sein, irgendwas selber, was sie heruntergeladen hat, auszuführen. Und sie ist dann ein normaler Linux-User. Und das Einzige, was sie nicht kann, ist, sie kann nichts in Home und nichts in TMP ausführen. Wenn ich das einem Server gebe, dann werden keine bösartigen Perl-Skripte mehr ausgeführt werden können auf diesen Server. Ein weiteres Beispiel ist xGuestUser. Das ist wie GuestUser, nur X und Firefox sind erlaubt und die HTTP-Ports. Das ist ein Kiosk-Modus, den ich in ein Hotel hinstellen kann. Und wenn der PC heruntergefahren wird, dann werden alle Änderungen, die gemacht wurden, wieder rückgängig gemacht. Wir haben in Hotels fürchterlich viele Windows XP-PCs, die zum Surfen gebraucht werden, die fürchterlich wenig vertrauenswürdig sind. Und was viel einfacher wäre, wäre ganz dort ein CentOS raufzumachen, den xGuestUser. Den kann jeder benutzen im CentOS. Den muss man nur anklicken und kein Passwort anwenden. Auf einem ganz normalen CentOS-System können wir einen PC hinstellen und ich weiß, solange niemand den PC neu bootet mit einem anderen Bootmedium oder irgendwas anderes absichtlich Dummes macht, absichtlich Böses macht, wird bei diesem PC nie irgendwas Schlimmes passieren. Weil jedes Mal, wenn man sich ausloggt, wird alles wieder rückgängig gemacht. Gibt's out of the box. Wie macht es Linux das, dass die Änderungen verloren gehen? Ich kann es nicht auswendig sagen, was da passiert ist. Ja. Aber bei SE Linux geht es nicht nur um solche Sachen, es geht auch darum, dass wir uns vor Bugs schützen und das System nicht nur auf diesem Weg, sondern auch indem wir uns vor Bugs schützen, sicherer machen. Und wir schauen uns da jetzt ein ganz konkretes Beispiel an. Shellshock Bug in der Bash im September 2014. Falls sich jemand noch daran erinnert, der Bug hat so funktioniert, dass ich einem Webserver einen bösartigen HTTP-Request schicke, der Code ausgeführt wird von der Bash, es war ein Bug in der Bash. Und was der Angreifer dann bekommt, ist eine www.data-Shell, wenn er Apache und Nginx angreift. Und mit dieser www.data-Shell wird er die Sachen der Webseite, die Webseitendaten editieren können, aber er wird nicht das System zerstören können. Was er jedoch sehr wohl machen wird, ist, wenn ich einen Server zu einem Spambot oder zu einem Botnet, zum Teil von einem Botnet machen möchte, dann reicht ein www.data-User. Eine Stunde, nachdem dieses CVE veröffentlicht wurde, gab es so viele gehackte Server, dass diese zusammengeschlossen wurden zu Botnetzen und riesige DDoS-Attacken gefahren sind. Und wenn ich im lokalen LAN bin, dann konnte ich mit diesem Bug sogar den DH-Client angreifen und eine Root-Shell bekommen und dann bin ich fertig. Dann besitze ich den PC und kann eh alles machen, was ich möchte. Ziemlich fatal. Ganz viele Linux-Server wurden angegriffen damit und gehackt, bis auf die, die SE Linux gehabt haben. Dort funktioniert der Angriff nämlich auch, weil es ist ein Bug in der Bash. Aber die ganzen Fast-CGI-Skripte in dem entsprechenden Ordner, wo der Angreifer dann reinkommt, haben
den SE-Linux-Type httpd-syscript-t. Und wenn wir jetzt rausfinden möchten, was kann ein Angreifer, der auf einem SE-Linux-System diesen Angriff durchführt, machen, dann müssen wir nur rausfinden, was darf der httpd-syscript-t durchführen. Und es stellt sich raus, so gut wie gar nichts. httpd-syscript-t darf nicht auf Ports lauschen. Und das kann nur auf Port 53 und Port 389, das ist für LDAP, nach außen kommunizieren. Das heißt, wenn ich kein SE-Linux gehabt habe, dann ist mein Server in sehr kurzer Zeit Teil von einem Botnet geworden. Wenn ich SE-Linux installiert hatte, dann gab es einfach kein Backdoor, wo ich später wiederkommen kann. Kein Spam-Versand, kein Botnet, kein DDoS, kein gar nichts. Ein weiteres Beispiel, wo mich das SE-Linux schützt, sind PHP-Skripte, die Webseiten in Spam-Schleudern verwandeln. Und zwar, wenn der Server nicht über PHP Mails verschicken soll, dann entferne ich ihm einfach dieses Recht und selbst wenn er gehackt wird, wird er nie Mails verschicken können. Und wir schauen uns jetzt noch an, was kann ich zum SE-Linux noch mehr an interessanten Sachen dazu bauen. Ein Beispiel dafür, was sehr gut funktioniert, ist das Linux Audit Framework. Das Linux Audit Framework ist ein Host-Based Intrusion Detection System, das heißt, es überwacht den Host und soll feststellen, wann unautorisierte Sachen rausfinden. Das ist auch ein Kernel-Modul, was reingeladen wird und das fängt die Syscalls ab und weil jedes Mal, wenn irgendwas durchgeführt wird, was in der SE-Linux-Policy verboten ist, und nicht erlaubt ist und scheitert, wird das geloggt in var log audit audit log. Das heißt, wir möchten unseren Server im Idealfall, wir möchten ihn ja nicht nur schützen, sondern wir möchten auch wissen, sobald irgendwas Bösartiges dort passiert. Wir möchten darüber informiert werden, damit wir einschreiten können. Und das SE-Linux schützt mein System und das Linux Audit Framework protokolliert alle Verstöße gegen die Mac-Policy und kann mich informieren, wenn etwas schiefläuft. Das mit dem Audit-Framework könnt ihr auch Ordner und Dateien protokollieren und jedes Mal eine Logzeile und einstellen, dass jedes Mal, wenn jemand auf eine Datei zugreift oder diese ändert oder diese ausführt, das auch geloggt wird. Und wenn wir das SE-Linux und das Linux-Audit-Framework kombinieren und den Audit-Dispatcher-Daemon nutzen, dann können wir alle Verstöße gegen diese Mac-Policy weiterleiten an einen zentralen Log-Server. Und ab hier wird es dann richtig cool. Ich kann out of the box einfach den Audit-Dispatch-Daemon auf ein CentOS konfigurieren und an den zentralen Server, wohin die Sachen weitergeleitet werden sollen, einstellen. Und ich erfahre dann jedes Mal, wenn auf irgendeinem meiner Server irgendwas Unautorisiertes passiert. Ich sehe sofort, wenn auf irgendeinem Server Malware auftaucht oder irgendwas anderes, was nicht da sein soll. So, und wir versuchen jetzt noch, Kritik, Probleme und Nachteile zu behandeln, mit denen die es bei SE-Linux gibt. SE-Linux ist nur sehr beschränkt für Desktops geeignet. Der Kiosk-Mode, den ich beschrieben habe, der ist ziemlich cool, funktioniert für Desktops, aber weil die Interaktionen zwischen Usern und Programmen auf dem Desktop viel komplexer sind als auf der Command-Line, gibt es keine einheitliche SE-Linux-Policy für den Desktop. Wenn ihr den PC als Workstation nutzt, euer CentOS, und ihr nicht den Kiosk-Mode nutzt, dann wird SE-Linux für euer System nicht viel machen, wenn ihr im Desktop-Modus seid. Im Fedora tut das SE-Linux schon ein paar Systemkomponenten schützen, aber so, dass es möglichst nicht mit der User Experience, möglichst nicht einschränkt. SE-Linux funktioniert am besten mit Red Hat Enterprise Linux und CentOS. Für Debian 7 hat es auch SE-Linux gegeben, gibt es immer noch. Für Debian 8, dort wurde auf Systemd umgestellt. Und aufgrund der Umstellung von Systemd hätte man Teile der Policy neu schreiben müssen.
Es hat sich leider in der Community niemand gefunden, der sich diese Arbeit antut. Deswegen gibt es in Debian 8 kein funktionierendes SE Linux. In SUSE gibt es eine Minimalversion von einem SE Linux, wo diese Types und Labels nur für Kernprozesse benutzt werden und nicht für Programme, die ich nachinstalliere. Das klassische Beispiel ist, SE Linux ist zu kompliziert, das was man hört. Es ist kompliziert, aber die Probleme, die SE Linux zu lösen versucht, sind auch kompliziert. Nämlich die Rolle des Users, Funktion und Vertrauenswürdigkeit des Programms, Sensitivität und Integrität der Daten. Alle diese Sachen versucht SE Linux abzuhandeln. Und es gibt nichts anderes, was vergleichbar viel kann. SE Linux ist kompliziert, die Probleme, die es zu lösen versucht, sind ebenso ziemlich kompliziert. Alle anderen Linux Security Modules können nur ein Subset von dem, was das SE Linux kann. Und last but not least, wenn ihr euch mit SE Linux beschäftigt, dann werdet ihr im Internet über Kritik stolpern, wo irgendwer irgendwann sagt, GR Security ist viel besser, weil das GR Security schützt mich vor Kernel-Exploits, das SE Linux nicht. Und um diese Kritik zu verstehen oder um rauszufinden, was da dran ist, müssen wir kurz wissen, was GR Security auch ist. GR Security ist ein Set von Kernel-Patches, die den Kernel sicherer machen sollen. Weil, wenn der Kernel kaputt ist, dann ist alles kaputt im System. Wenn ich einen Kernel-Exploit habe, dann kann ich jederzeit die Maschine abstürzen lassen. Ich kann alle Private Keys aus dem RAM auslesen und ich kann auch SE Linux deaktivieren, wenn der Kernel-Exploit mächtig genug ist und an einer ausreichend kritischen Stelle. Gegen diese Kernel-Exploits hilft SE Linux nichts. Das Einzige, was gegen Kernel-Exploits hilft, ist ein anderer Kernel. Einer, der sicherer ist. Und dieser sicherere andere Kernel, das ist GR Security. Das heißt, diese beiden Projekte, SE Linux und GR Security, machen in Wirklichkeit ganz unterschiedliche Sachen. Das SE Linux soll die Dateien, die im User Space laufen, kontrollieren und in Zaum halten und verhindern, dass dort böse Sachen passieren. Das GR Security soll dagegen verhindern, dass der Kernel gehackt wird. In einer idealen Welt hätten wir beides. Leider sind die inkompatibel zueinander. Und aus diesem Grund, weil das ganz getrennte Projekte sind, ist auch sozusagen die Kritik ein bisschen verfehlt, weil beide haben unterschiedliche Ziele. So. Dazu, wie viele Kernexploits durch SE-Linux behandelt werden, weil in meiner Meinung müsste es ja 1400 Syscalls brauchen, 110, und der ganze Dreck spielt sich eigentlich im, keine Ahnung, vor allem Splice oder sonst was. Syscalls von den meisten können die Wörter machen. Das müsste ja eh alles, also sozusagen, SE Linux hilft gegen schwache Kernel-Exploits, aber wenn es was ausreichend Böses ist, dann kannst du damit SE Linux deaktivieren. Ja. Das ist sicher, das müsste dann schon wirklich an den Main Syscalls, an den Syscall, und die sind wirklich rar. Wann ist der letzte gewesen? Ich kann es nicht sagen auswendig, wann der letzte war, aber es gibt sie, und weil es sie gibt, gibt es auch Leute, die sagen, oh, GR Security ist viel toller und SE Linux ist für einen Eimer. Und das Missverständnis resultiert, dass man diese beiden Sachen vergleicht, das GR Security und das SE Linux, resultiert unter anderem auch daraus, dass GR Security Teile von dem, was SE Linux macht, auch macht. Das GR Security macht nämlich auch Sachen im User Space, es unterstützt ein einfaches Role-Based Access Control und das führt dann sozusagen zu noch mehr Missverständnissen. Ja. So. So sieht's aus. Gute Security ist in Schichten aufgebaut. Ich hoffe, dass der Vortrag interessant war und dass ich euch davon überzeugen konnte, dass SE Linux eine ziemlich mächtige Schicht ist, die ziemlich viel kann und große Probleme von Linux, die schon seit Jahren da sind, zu behandeln versucht. Und dass SE Linux nützlich ist für die Absicherung von Servern. Diese Präsentation ist online.
mit allen Kommentaren. Das heißt, große Teile von denen, was ich hier gesagt habe, sind in der Präsentation als Kommentar drinnen. Falls ihr das jemals lernen müsst und euch das Gefühl habt, das ist alles eine monströse Blackbox und ihr habt keine Ahnung, was was macht, dann könnt ihr euch das sozusagen runterladen und anschauen. Wenn ihr diesen Vortrag interessant gefunden habt und euch gerne mit Linux oder Netzwerken beschäftigt, dann bewirbt euch doch bei uns. Wir sind laufend auf der Suche nach Linux- und Systemadministratoren und bei uns darf man coole Projekte machen. Ihr könnt auch gerne nachher zu mir kommen und mit mir reden. Ich weiß, was ihr beim Bewerbungsgespräch sagen müsst, um meine Arbeit zu bekommen. Dann sage ich danke fürs Zuhören und stehe für Fragen zur Verfügung.